Herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie sich alle die Zeit nehmen, heute über das Thema Fernwärmegrundlage Norm sich hier zu informieren bei der Firma Jados. Ich bin der Herr Lutz Birnig. Ich bin im Unternehmen Jados für das Produktmanagement zuständig, führe also das Produktportfolio, bin seit über 25 Jahren im Fernwärmegeschäft unterwegs in verschiedenen Tätigkeiten. Und unter anderem auch im letzten Normungsausschuss der DIN 4747 dabei gewesen, zuerst im AGW-Projektkreis und dann im DIN-Normungsausschuss. Beschäftige mich auch betrieblich und privat mit der Sektorenkopplung, mit der gesamten Energiebranche. Unten sehen Sie meinen Werdegang bei verschiedenen Unternehmen und in den Tätigkeiten im Vertrieb und in der Planung und Produktmanagement. Ja, die Firma Jados werden viele von Ihnen kennen. Wer nicht, heutzutage genügt ja ein Klick auf die Internetseite beziehungsweise in den YouTube-Kanal. Wir sitzen in Hoyerswerda in Sachsen mit einem Produktionsstandort mit über 250 Mitarbeitern, machen über 50 Millionen Euro Umsatz und sind einer der großen Hersteller im Bereich Fernwärmeübergabestationen in den Dachländern, also in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, exportieren auch nach Polen, in die Niederlande und viele andere europäische Länder. Ja, das Thema Fernwärme ist natürlich als erstes die Frage, was ist denn überhaupt Fernwärme? Fernwärme ist ein Energieträger und es gibt auch keinen Unterschied zwischen Fernwärme und Nahwärme, sondern Fernwärme ist immer die Belieferung über das Trägermedium Heizwasser in einem Fernwärmenetz oder Wärmenetz an Dritte. Und die Daseinsberechtigung von der Fernwärme war mir ganz am Anfang nochmal wichtig hier darzustellen, denn wenn wir mit einem Öl- oder einem Gaskessel zentral Wärme erzeugen und dann über eine Fernwärmeleitung zu den Gebäuden bringen, ist niemandem geholfen, dann ist die Energieeffizienz der dezentralen Erzeugung in den Gebäuden natürlich wesentlich besser. Fernwärme hat seine aktuelle Daseinsberechtigung größtenteils noch im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren. Das heißt, wenn wir in einem Kraftwerk Strom erzeugen und die Abwärme in Fernwärmenetzen nutzen, haben wir im Gesamtwirkungsgrad eine viel höhere Energieausnutzung, als wenn wir in den Kraftwerken bei der Stromerzeugung die Wärme nicht nutzen und dann dezentral mit Gas- oder Ölheizung die Wärme erzeugen. Natürlich steigt auch in der Fernwärme aktuell der Anteil der Biomasse über Biogasanlagen oder Hackschnitzelheizungsanlagen. Und in Zukunft, das wäre die nächste Folie gewesen, aber aktuell sind wir ja noch im politischen Findungsprozess, ist natürlich das Thema Sektorenkopplung, sprich Kraft-Wärme-Kopplung bei Spitzenstromerzeugung und dann Power-to-Heat über Großwärmepumpen, wenn wir überschüssigen Strom im Stromnetz haben, parallel oder vorrangig zur Wasserstoffherstellung. Das ist die zukünftige Daseinsberechtigung der Fernwärme. Deshalb hat Fernwärme auch einen Primärenergiefaktor, der in der Regel bei der guten Fernwärme unter 1 liegt. Alle Fernwärmenetze, die natürlich schlechter liegen, haben in der Regel nur eine Wärmeerzeugung aus Gas, Ölkesseln oder teilweise noch aus Kohle. Diese sind auch nicht mit förderberechtigt im Sinne der neuen geplanten Gesetzgebung mit 65% erneuerbaren Energien. Im Durchschnitt, im Bundesdurchschnitt, haben Fernwärmenetze einen Primärenergiefaktor von 0,7, einzelne Netze noch weit unter 0,3. Das muss der Versorger auf der Internetseite veröffentlichen. So ist es relativ einfach möglich zu schauen, welche Wärmenetze haben welchen Primärenergiefaktor. Und daraus resultiert auch, dass Fernwärme im Sinne des GEG aktuell und früher des Erneuerbaren Energien-Wärmegesetzes eine Ersatzmaßnahme für erneuerbare Energien ist. Nämlich in der Regel, wenn 50% der Wärme in einem Fernwärmenetz aus KWK-Anlagen kommen oder zu einem wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Energien oder aus Nutzung von Abwärme oder aus der Kombination. Das hat die Fernwärme schon die letzten Jahre sehr interessant in den Innenstädten gemacht und dazu geführt, dass die großen Versorger in den größeren Städten wie die Mainova, die Vattenfall in Berlin oder die Enercity in Hannover die Fernwärmenetze massiv ausgebaut haben und auch viele Kunden im Neubau sich an die Fernwärme angeschlossen haben. Unser Thema ist heute zum Energieträger Fernwärme die Grundlagen und die Norm.
Wie sieht denn die Normwelt aus, sobald wir uns an ein Fernwärmenetz anschließen? Ganz oben sind die europäischen Richtlinien und ich nehme es jetzt mal vorweg. Eine Fernwärmeübergabestation ist erstmal im Sinne der europäischen Richtlinie eine Maschine. Und deshalb gilt immer die Maschinenrichtlinie. Ich werde dann auch kurz darauf eingehen, wann ist denn eine Fernwärmeübergabestation ein Druckgerät und wann gilt die Richtlinie für die elektromagnetische Verträglichkeit. Des Weiteren müssen wir natürlich nationale Gesetze beachten. Dort haben wir vor allen Dingen die Trinkwasserverordnung, sobald der Trinkwasserwärmer in unser Gesamtsystem eingebunden ist. Und wir haben in Deutschland das Regelwerk, die DIN 4747, als einziges europäisches Land eine wirklich nationale Normung für das Thema Fernwärme separat zu Warmwasserheizungsanlagen. Des Weiteren gilt vor allen Dingen in der Fernwärme das AGW-Regelwerk. Es gilt aber auch das DVGW-Regelwerk, wenn wir Trinkwasserwärme haben. Es gilt teilweise das VDI, das VDI-Regelwerk und es gilt die THB des Versorgers, also die technische Anschlussbedingung des Fernwärmeversorgers. Auf der rechten Seite sehen Sie die Rangordnung der einzelnen Normen und es ist so, dass natürlich die Hierarchie von oben nach unten über, so wie ich es aufgeführt habe, über die EU-Richtlinien, über die nationalen Gesetze, die nationalen Richtlinien dann zur THB gehen. Das heißt, würde es einen Widerspruch zwischen der THB und der DIN-Normung geben, gilt natürlich immer vorrangig die DIN-Normung. Und gibt es einen Widerspruch zwischen der DIN-Normung und der Druckgeräterichtlinie der europäischen, gilt natürlich die europäische Druckgeräterichtlinie. Ja, diese technische Anschlussbedingung ist bei der Fernwärme natürlich immer ein sehr wichtiges Thema. Jeder Versorger bringt eine technische Anschlussbedingung für den Anschluss an sein Fernwärmenetz heraus. Dort werden sehr viele vertragliche Dinge geklärt, aber vor allen Dingen auch technische Dinge ergänzend zu dem Regelwerk oder aber auch spezielle technische Werte für dieses Fernwärmenetz. Da kommen wir dann in dem Vortrag noch dazu im Speziellen. Eine ganz besondere, sage ich mal, Fernwärmespezifik ist die Rücklauftemperaturbegrenzung in diesen technischen Anschlussbedingungen, die dort geregelt ist. Die Rücklauftemperaturbegrenzung haben die Versorger in der Regel in der THB geregelt, damit ein hydraulischer Abgleich ihres Netzes möglich ist. Man möchte, dass man mit einer maximalen Rücklauftemperatur in das Fernwärmenetz zurückfährt, damit die maximale Leistung nicht überschritten wird und damit auch der geplante Volumenstrom und der hydraulische Abgleich in dem Fernwärmenetz funktioniert. In der Praxis ist das dann immer so der erste Knackpunkt, wenn Installateure sich das erste Mal mit einer Fernwärmeübergabestation beschäftigen, die vorher nur Gas- und Ölheizungen eingebaut haben. Es ist so, dass in dieser Rücklauftemperaturbegrenzung es einen Grenzwert gibt und solange dieser Grenzwert nicht erreicht wird, ganz normal in der Fernwärme eine Außentemperatur geführte Regelung auf die Temperatur unserer Heizungsvorlauftemperatur geregelt wird. Es ist in der Regel hier ganz einfach erklärt, der Wärmeübertrager von der Fernwärme auf das Heizungswasser ist am Ende nichts weiter wie der Wärmeübertrager, den wir in einem Öl- oder Gaskessel haben. Das Fernwärmeregelventil ist so etwas Ähnliches wie unser modulierender Brenner der Gasheizung. Und auf die Vorlauftemperatur, die als Sollwert aus der Regelung kommt, wird der Istwert unserer Heizungsvorlauftemperatur geregelt. Wird jetzt aber die maximale Rücklauftemperatur an das Fernwärmenetz überschritten, also der Grenzwert erreicht, zum Beispiel 60 Grad, und dann überschritten auf 61 Grad, dann regelt unsere vorherige Vorlauftemperaturregelung das Regelventil nicht mehr auf die Vorlauftemperatur, sondern auf die Fernwärmerücklauftemperatur. Das führt dann manchmal ein bisschen zu Unmut beziehungsweise zu der Aussage Funktionsstörung der Fernwärmeanlage. Dem ist aber nicht so. Es wird dieser Rücklauftemperaturwert eingehalten. Wäre für viele Gasbrennwertgeräte natürlich auch eine nützliche Funktion, weil in dem Moment würde, wenn man hier eine Rücklauftemperaturbegrenzung auf den Brennwert von, also eine Rücklauftemperatur von maximal 55 Grad eingibt, auch wäre es immer gegeben, dass die Geräte im Brennwert laufen. Deshalb möchte ich kurz auf die verschiedenen Fahrweisen auch der Fernwärmenetze eingehen, weil die dann nachher auch in der Normung, in der Sicherheitstechnik eine Rolle spielen. Wir haben drei Fahrweisen in einem Fernwärmenetz. Als allererstes haben wir die konstante Netzfahrweise. Das heißt, wir fahren ganzjährig mit einer konstanten Vorlauftemperatur.
Das kommt relativ selten vor, häufig bei Anlagen aus BHKWs, wo ich eine konstante Vorlauftemperatur habe. Aber auch dort wird im Sommer die Vorlauftemperatur in der Regel reduziert. Dann auch eine seltene Fahrweise ist eine gleitende Netzfahrweise. Gibt es nur noch sehr wenige Fernwärmenetze, die also nach Außentemperatur gleitend fahren und bei einer Außentemperatur über 20 Grad abgeschaltet werden. Dort erfolgt in der Regel die Trinkwasserwärmung dezentral, zum Beispiel über Durchlauferhitzer mit dem Energieträgerstrom. Ist aber höchst selten. Zu über 90% haben wir in der Praxis sogenannte gleitend konstante Netzfahrweisen. Das heißt, wir fahren im Sommer mit einer konstanten Vorlauftemperatur häufig 70, 75 oder 80 Grad, schon seltener 90 Grad und fahren dann ab einer bestimmten Außentemperatur in einer gleitenden Fahrweise mit einer höheren Vorlauftemperatur. Das Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, ist das Beispiel der Darstellung in der DIN 4747. Hier ist der sogenannte Knickpunkt bei 8 Grad Celsius Außentemperatur. Wir haben THBs, da ist der Knickpunkt bei 15 Grad Außentemperatur und wir haben THBs, da ist der Knickpunkt bei 5 Grad Außentemperatur. Das macht sehr viel aus in der Praxis. Das ist auch eine Besonderheit der Fernwärme, die man in der Planung beachten muss. Auf die werde ich jetzt gleich ein bisschen näher eingehen. Warum? Wenn wir uns an ein Fernwärmenetz anschließen, machen wir einen Fernwärmeanschlussantrag, geben wir an, welche Anschlussleistung wir benötigen. Und diese Anschlussleistung ist so ähnlich, wie wenn wir ein Gasnetz gehen, auch die Anschlussleistung unseres Gaskessels. Aber bei der Fernwärme wird diese Anschlussleistung begrenzt über eine sogenannte Leistungsbegrenzung. Diese Leistungsbegrenzung ist aber in der Regel keine Leistungsbegrenzung, sondern eine Volumenstrombegrenzung, wo die Leistung indirekt begrenzt wird. Es gibt mittlerweile erste Versorger, die auf eine echte Leistungsbegrenzung gehen. Dort wird über den Embossausgang des Wärmezählers der Istwert der Leistung abgefragt, in den Heizungsregler übergeben und im Heizungsregler wird die wirkliche Leistung begrenzt. In der Regel ist es aber eine Volumenstrombegrenzung und diese Volumenstrombegrenzung basiert auf der Temperaturdifferenz im Auslegungsfall. Und der Auslegungsfall ist bei uns ja in Deutschland in der Regel minus 14, 15 oder minus 16 Grad. Also wird im Auslegungsfall die Temperaturdifferenz genommen, die Anschlussleistung und darauf wird der maximale Volumenstrom eingestellt. Und aus dieser Besonderheit der Leistungsbegrenzung über den Volumenstrom und der Besonderheit der Fernwärmenetzfahrweise im gleitend konstanten Netz ergibt sich folgende Situation, die ich Ihnen kurz darstellen will. Wir haben im Gebäude einen heizungsseitigen Vorlauf. Ich habe mal angenommen 70 Grad bei minus 10 Grad, der über die Außentemperatur geführte Kennlinie abgesenkt wird. Wir haben einen daraus sich ergebenden Rücklauf. Und wir haben die gleitend konstante Netzfahrweise in unserem Fernwärmenetz hier wieder dargestellt mit dem Knickpunkt bei 8 Grad. Bei einem indirekten Fernwärmeanschluss ist die Wärmenetzrücklauftemperatur in der Regel 3 bis 5 Kelvin über der Gebäudenetzrücklauftemperatur. Also wenn wir aus dem Gebäude 55 Grad Rücklauf bekommen, haben wir im Fernwärmenetz 60 Grad Rücklauf. Das bedeutet, dass wir im Auslegungsfall eine Temperaturdifferenz von 60 Kelvin haben. Mit diesen 60 Kelvin, die der Volumenstrom berechnet wird für unsere Leistungsbegrenzung, wir hier aber am Knickpunkt unserer Temperaturkennlinie eine Temperaturdifferenz von 25 Kelvin haben. Und mit der Temperaturdifferenz von 25 Kelvin und einem eingestellten maximalen Volumenstrom können wir jetzt weniger als 50% der Leistung beziehen. Wenn wir dann allerdings hier auf 14 Grad Außentemperatur gehen, sehen wir, steigt die Temperaturdifferenz wieder und der mögliche Leistungsbezug ist höher. Und daraus resultieren in der Praxis auch teilweise angenommene Störungen über diesen Knickpunkt. Und häufig ist es eben wirklich bei der Wetterlage zwischen plus 3 und plus 8 Grad. Und bei sehr windigem und nasskaltem Wetter, wo wir ja auch in den Wetternachrichten gesagt bekommen, wir haben eine gefühlte Außentemperatur von minus 5 Grad. Die Fernwärmestationen bringen dann die maximal mögliche Leistung, aber über die Volumenstrombegrenzung beträgt die ja nur einen Anteil der eigentlichen wahren Anschlussleistung. Und das können wir bei der Planung der Station beachten. Das heißt, das ist bei uns Bestandteil der Planung, darauf auch einzugehen.
Des Weiteren haben wir die gleiche Besonderheit, wenn wir eine Volumenstrombegrenzung haben im Fernwärmenetz mit der Trinkwassererwärmung. Wir haben ja einen Trinkwasserwärmer, der entweder am Fernwärmenetz oder an der Gebäudeheizung angeschlossen ist. Ich habe hier mal angenommen, er ist an der Gebäudeheizung angeschlossen, um mal wirklich den sehr schlechten Fall darzustellen. Der wird mit einer Vorlauftemperatur von 65 Grad betrieben. Wir haben dann im Sommer eine Fernwärmenetz-Vorlauftemperatur von 70 Grad, um mit den 65 Grad dann 60 Grad Trinkwarmwasser zu erzeugen. Die Rücklauftemperatur ist hier jetzt mal angenommen mit 50 Grad. Bei Speicherladesystemen können wir natürlich das reduzieren. Bei normalen Speichern mit Rohrschlange ist eine tiefe Rücklauftemperatur kaum möglich. Jetzt haben wir hier daraus wieder eine Wärmenetzrücklauftemperatur, die 5 Kelvin darüber liegt und sehen jetzt, dass die Temperaturdifferenz im Auslegungsfall wesentlich größer ist als im Sommerfall mit den 15 Kelvin. Und wenn Sie bei der Firma Yardus eine Fernwärmeübergabestation planen lassen, dann wird genau das überprüft. Wir schauen, ob im Sommer über den möglichen Volumenstrom überhaupt die notwendige Leistung für die Trinkwasserwärmung vorhanden ist. Das wird in Zukunft immer wichtiger, da der Anteil der Heizlast im Verhältnis zur Trinkwasserwärmung immer weiter sinkt. Und dann haben Sie häufig von uns die Antwort, wir benötigen eine größere Anschlussleistung, damit im Sommer die Trinkwasserwärmung funktioniert. Das ist der Grund, der dort dahinter steckt, nämlich dieser Zusammenhang aus der gleitenkonstanten Netzverweise. Und das kann in jedem Netz in Deutschland unterschiedlich sein. Hier ist ja eine Fernwärmenetz-Vorlauftemperatur von 120 Grad dargestellt. Hätten wir hier im Winter eine Vorlauftemperatur von 100 Grad und eine Sommertemperatur von 80 Grad, wäre das Verhältnis natürlich wesentlich positiver und wir müssen höchstwahrscheinlich die Anschlussleistung nicht erhöhen. Ja, jetzt kommen wir von dieser, sage ich mal, Grundlagen der Fernwärme für den Netzanschluss zu den Netzanschlussarten. Wir haben die Möglichkeit, an ein Fernwärmenetz mit einem direkten Anschluss zu gehen. Das bedeutet, wir fahren das Fernheizwasser direkt bis durch unsere Hausanlage, die Heizkörper, eventuell Fußbodenheizung etc. Diese Netzfahrweise hat gewisse Vorteile. Wir bringen die Fernwärmevorlauftemperatur direkt ins Gebäude. Wir können also das Fernwärmenetz teilweise bis auf 70 Grad Vorlauf absenken. Und wir bringen die Rücklauftemperatur aus unserem Gebäude direkt zu unserer Erzeugungsanlage, können also aus dieser Rücklauftemperatur in der Erzeugungsanlage höchste Wirkungsgrad erreichen. Ist allerdings nicht sehr verbreitet, auch berechtigt nicht sehr verbreitet, weil es dann immer wieder zu Problemen kommt, wenn Temperaturen und Drücke höher sind und die Hausanlage davor geschützt werden muss. Und deshalb ist der Fernwärmeanschluss, der in der Regel verbreitet ist, der indirekte Anschluss über einen Wärmeübertrager, heute zu 98% mit einem gelöteten Plattenwärmeübertrager führt, teilweise mit Rohrbindelwärmeübertrager. Bei diesem indirekten Anschluss haben wir dann in der Hausanlage, kommen wir dann dazu, ähnliche Anforderungen wie bei einer Gas- oder Ölheizung. Ja. Und dafür benötigen wir für diesen Fernwärmeanschluss eine sogenannte Hausstation oder Hausanschlussstation, die aus den Teilen Übergabestation und Hauszentrale besteht. Und das ist der Fachbegriff in der DIN-Norm dafür. Und wenn das Ganze wie bei der Firma Yardus aus einem Werk kommt, hat man das früher auch gern Kompaktstationen genannt oder Wärmekompaktstation, diverse Wörter. Auf jeden Fall ist das, was Sie bekommen, eine vorgefertigte Anlage, genauso wie Sie ja eine vorgefertigte Wärmepumpe oder einen Biomassekessel auch von einem Hersteller bekommen und erhalten dann das, was Sie benötigen, alles in einer All-in-One-Lösung direkt in den Keller geliefert. Sogenannte Wohnungsstation, die ja teilweise von Fernwärmeherstellern auch hergestellt werden und ähnliche Anforderungen wie direkte Fernwärmeübergabestationen haben an und für sich nichts mit dem Thema Fernwärme zu tun, sondern die kann ich ja genauso betreiben, wenn ich eine Gasöle oder auch eine Hackschnitzelheizung habe. Das ist also nicht gesagt, dass eine Wohnungsstation automatisch für den Fernwärmeanschluss geeignet ist. Das ist der Geltungsbereich der DIN 4747 in Deutschland. Wir haben als erstes wirklich den Anwendungsbereich der Norm. Wir sehen einmal, die Norm gilt nicht für die Erzeugeranlage, die Norm gilt nicht für die Netze. Aber falls es in der Fernwärmeverteilung sogenannte Unterstationen gibt,
dann gilt für diese Unterstation auch die DIN 4747. Wir haben zum Beispiel die Situation in München, dass wir aus einem Kraftwerk Fernwärme mit Temperaturen bis zu 180 Grad unter einer Nenndruckstufe von 40 Bar in die Stadt bringen. Dort über eine erste Unterstation auf das Druckniveau 25 Bar bringen bis 130 Grad Vorlauftemperatur, über diverse weitere Unterstationen bis zu Druckstufe 10 Bar und Vorlauftemperaturen von 90 Grad. Und so haben wir im Stadtgebiet von München insgesamt 20 verschiedene Wärmenetze mit 20 verschiedenen technischen Werten. Und das ist wirklich ganz wichtig in der Praxis, dass wir wissen, wo ist das Objekt und an welches Fernwärmenetz des Versorgers schließen wir an, weil es wirklich sehr viele unterschiedliche Netze bei einem Versorger gibt. Dann haben wir den Gebäudeeintritt und den Hausanschlussraum hier dargestellt. Der Gebäudeeintritt ist die sogenannte Hausanschlussleitung. Hausanschlussraum ist ähnlich wie bei Gas- und Ölkesseln, ein-, Zweifamilienhäusern. Keine Besonderheit notwendig, in Mehrfamilienhäusern, Industrie, bestimmte Vorgaben zu erfüllen. Und im Hausanschlussraum haben wir dann die sogenannte Hausstation oder auch Kompaktstation mit den Bauteilen der Übergabestation, der Hauszentrale, wo ich dann nachher näher darauf eingehe, wo die entsprechende Sicherheitstechnik verbaut ist. Die ganz wichtig ist, diese Norm gilt auch für die Hausanlage, also den Teil, den Sie planen, die Heizkörper, die Fußbodenheizung etc. Und es gibt in der Fernwärmenorm Unterschiede zu EN 12828, was die Absicherung Fußbodenheizung und Ähnliches betrifft. Ja, die Übergabestation kennen wir auch von Gas oder anderen Energieträgern, ist das Bindeglied zwischen dem Netz und meiner Gebäudeanlage hin. Eine Anpassung hinsichtlich Druck und Temperatur. Und die Hauszentrale ist unsere Wärmeübergabe und die komplette Sicherheitstechnik, die wir benötigen für unsere Hausanlage. Und die Hausanlage selbst ist in der Regel ähnlich wie bei anderen Energieträgern oder auch Erzeugungseinheiten, also Biomassekessel, Wärmepumpen etc. mit ein, zwei Besonderheiten, die wir bei der Fernwärme beachten müssen. Ich habe Ihnen das Ganze jetzt mal hier in einem R&I-Schema dargestellt. Das heißt, die Übergabestation ist der Teil auf der Fernwärmeseite, wo der Versorger sagt, das sind die Bauteile, die für mich relevant sind hier und die ich auch teilweise einbaue, wie diesen Wärmezähler. Und hier sehen wir schon eine Besonderheit. Wir haben ja eine Armatur, die sowohl Differenzdruckregler, Volumenstromregler als auch Regelventile in einem ist. Und der Versorger ist für den Teil des Volumenstromreglers verantwortlich, weil er hier seinen Volumenstrom begrenzen will, den wir erst über die Leistungsbegrenzung besprochen haben. Wir haben die sogenannte Hauszentrale, in der die verschiedenen Heizkreise etc. Aufgebaut sind. Und wir haben dann noch die Hauszentrale für die Trinkwasserwärmung und die Regelung, die wir hier benötigen. In der Hausanlage selbst haben wir ja keinen Einfluss, das heißt, das kommt von der Planung des Ingenieurbüros oder des Installateurs. Ganz wichtig ist, dass wir in der Hausanlage wissen, was wurde geplant. Vor allen Dingen benötigen wir die technischen Werte an den Anschlusspunkten und zum Beispiel auch den notwendigen Differenzdruck für die Umwälzpumpen, um korrekt planen zu können. Wenn wir in der Praxis unterwegs sind, wird dann aber häufig nicht von der Übergabestation und von der Hauszentrale gesprochen, sondern die Installateure und die Servicetechniker des Versorgers sprechen immer vom Primärkreis, vom Sekundärkreis und von dem Wärmeübertrager. Das ist an und für sich ähnlich, wie ich sie gerade dargestellt habe, aber die große Besonderheit ist, dass, wenn ich vom Primärkreis spreche, natürlich das komplette Regelventil dazu gehört. Zum Sekundärkreis ist klar alles, was nach dem Wärmeübertrager ist. Und hier haben wir dann die Sicherheitstechnik, die wir jetzt nachher gleich näher beleuchten werden für Druck- und Temperaturabsicherung, die wir ja auch ähnlich in unseren anderen Erzeugeranlagen, Wärmeerzeugern haben. Ja, ich möchte ganz kurz auf den direkten Fernwärmeanschluss eingehen, Sicherheitstechnik der Druckabsicherung. Sobald der maximal
zulässige Betriebsdruck in meinem Fernwärmenetz größer ist als der maximal zulässige Betriebsdruck in meiner Hausanlage, muss ich einen Druckminderer mit Sicherheitsabsperrventil einbauen. Das heißt, hier ist eine zusätzliche Einrichtung drin mit einer Doppelmembran, dass, falls eine Membran defekt geht, trotzdem die Druckminderer-Funktion noch gegeben ist. Und falls dann trotzdem dieser Druckminderer als SAV seine Tätigkeit aufgibt, gibt es noch ein Sicherheitsüberströmventil. Früher gab es noch die Möglichkeit, über ein spezielles Sicherheitsventil das abzusichern. Die gibt es in der neuen Norm nicht mehr. Und das Ganze sieht dann in der Praxis so aus, dass eine direkte Fernwärmestation so aufgebaut sein muss, dass, wenn der maximal zulässige Druck im Netz höher ist als der maximal zulässige Druck in der Hausanlage, hier ein sogenanntes SAV eingebaut ist im Vorlauf und, falls das wirklich nicht funktioniert, nochmal ein SUV zwischen Vorlauf und Rücklauf eingebaut ist. Früher gab es viele Hausanlagen, die waren bis 10 Watt zugelassen und bis 110 Grad. Dort war es auch einfach möglich, Fernwärmenetze noch in dieser Druckstufe mit diesem Temperaturbereich zu bauen. Heute wissen wir, sind die meisten Komponenten, die wir in der Heizungstechnik kaufen, bis 6 Watt zugelassen, haben teilweise 90, 95 nur 100 Grad maximal zulässige Temperatur. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, den direkten Anschluss ohne diese Sicherheitseinrichtung aufzubauen. Meine persönliche Meinung ist, sobald Sie diese Sicherheitseinrichtung benötigen, ist es günstiger, einen indirekten Fernwärmeanschluss aufzubauen. Deshalb will ich auch nicht weiter auf diese Bauteile im Näheren eingehen. Ja, wenn wir dann einen indirekten Anschluss haben, dann müssen wir natürlich die Sicherheitstechnik ähnlich wie bei einem Kessel absichern. Dann haben wir ein Sicherheitsventil. Dann benötigen wir bei der Fernwärme nur teilweise den Sicherheitsdruckbegrenzer maximal. Und wir benötigen unter bestimmten Voraussetzungen eventuell einen Sicherheitsdruckbegrenzer minimal. Was wir nicht benötigen, ist die permanente Wassermangelsicherung, weil wir ja nur eine Wärmeübergabe haben und wir haben kein Feuer, also keine Flamme, keine Feuerstätte in dem Sinne. Deshalb werde ich gleich zeigen, dass der Sicherheitsdruckbegrenzer minimal auch nur ganz selten notwendig ist. Natürlich benötigen wir beim indirekten Anschluss, wie dann auch bei jeder anderen Heizungsanlage mit einem Wärmeerzeuger, die entsprechende Druckhaltung. Und hier kommt eigentlich die wichtigste Besonderheit, wenn ich in die Druckabsicherung der Fernwärme gehe, weil in der Fernwärme ist es so, dass wir im Fernwärmenetz eine maximal zulässige Vorlaufbetriebstemperatur haben, also die abgesicherte Temperatur bei unserem Versorger. Und dieser Temperatur kann ich einen Sattdampfdruck zuordnen, einen Überdruck. Das heißt, habe ich in meiner Gebäudeanlage ein Sicherheitsventil mit 3 Bar, was einen Absolutdruck von 4 Bar entspricht, habe ich eine Sattdampftemperatur von 143,6 Grad Celsius. Liegt jetzt die maximal zulässige Vorlauftemperatur in meinem Fernwärmenetz darunter, zum Beispiel 140 Grad, kommt es ja zu keiner Dampfbildung im Sinne beim Abblasen des Sicherheitsventils. Das heißt, ich könnte zwar in meiner Heizungsanlage kurzzeitig eine Dampfbildung haben bei 1 Bar oder 2 Bar, aber bevor das Sicherheitsventil abbläst, habe ich ja einen Druck von 3 Bar. Und wenn ich dann diesen Druck von 3 Bar erreiche, bin ich wieder unterhalb der Sattdampftemperatur und das Sicherheitsventil bläst das Medium Wasser ab. Und das heißt, wir haben keine Dampfbildung, eine sogenannte indirekte Bemessung. Und umgedreht liegen wir hier bei 3 Bar Sicherheitsventil bei einer maximalen Netzvorlauftemperatur von 150 Grad, kommt es zur Dampfbildung und ich habe eine sogenannte direkte Bemessung. Also, was machen wir ganz gerne, wenn wir größere Anlagen haben und wir haben eine maximale Fernwärmenetztemperatur von 150 Grad? Wir bauen ein 4 Bar Sicherheitsventil ein. Wollen wir ein 4 Bar Sicherheitsventil einbauen, sind wir bei einer Sattdampftemperatur von 151 Grad und rutschen dann automatisch wieder in die indirekte Bemessung. Was bedeutet das? Also, ich habe es hier nochmal dargestellt. Keine Dampfbemessung. Bildung indirekte Bemessung bedeutet, wir haben ein Sicherheitsventil mit dem Kennbuchstaben H, wo dann in der Norm, werden wir gleich sehen, spezielle Auslegungen möglich sind. Und sobald wir aber in der Dampfbildung sind,
benötigen wir ein Sicherheitsventil mit der Kennzeichnung DGH oder wenn wir das Sicherheitsventil mit der Kennzeichnung H einsetzen, dann ist die Auslegung identisch wie in der EN 12828 vorzunehmen. Des Weiteren kann das Sicherheitsventil, wenn wir keine Dampfbildung haben, im Rücklauf angeordnet werden, beziehungsweise muss nicht am höchsten Punkt des Wärmeerzeugers sitzen. Das ist also ganz wichtig. Das kennen wir so ansonsten von unseren Kesseln nicht. Hier ist die Tabelle für die Sicherheitsventile, Kennzeichnung H. Und wir sehen sehr schnell, wir können hier ein DN25 Sicherheitsventil bis 900 kW einsetzen, wenn wir keine Dampfbildung haben und in der indirekten Bemessung sind. Das ist natürlich, sind viel, viel größere Leistungen, als wenn wir die gleichen Sicherheitsventile an einer Feuerstätte, also einen Wärmeerzeuger, Biomasse, Gas oder Öl anschließen. Das führt dann häufig in der Praxis zuerst zur Verunsicherung, beziehungsweise wenn wir 4 oder 5 Paar Sicherheitsventile haben und A, auch die Bemessung der DGH-Sicherheitsventile nach der Wasserphase machen, sind diese viel kleiner. Ja. Wenn wir dann diese Sicherheitstechnik auslegen, dann machen wir genau das Gleiche wie auch bei anderen Heizungsanlagen. Wir haben die statische Höhe, daraus ergibt sich ein Mindestbetriebsdruck in unserer Heizungsanlage. Die wiederum hat einen Anfangsdruck zufolge, also 0,5 bar über der statischen Höhe liegt dann der Anfangsdruck. Ein Fülldruck der Anlage, das ist bekannt. Und wir haben einen maximalen Betriebsdruck unserer Hausanlage. Und wenn unsere Hausanlage einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar hat oder 4 bar, also alle Anlagenteile, die wir montiert haben, können mindestens 4 bar bei der entsprechenden maximalen Vorlauftemperatur nach Drucktemperaturdiagramm aushalten, dann können wir entscheiden, was wir für ein Sicherheitsventil einbauen. In der Regel bei kleineren Anlagen bauen wir Sicherheitsventile von 3 bar ein. Es würde noch wie früher auch 2,5 bar gehen. Und wir müssen, wenn wir ein Sicherheitsventil in der Fernwärme einbauen, größer 350 kW und bei Dampfbildung einen Entspannungstopf ins Freie leiten. Also wir werden dann nachher sehen, das ist der Unterschied. Bei der EN 12828 ist der Grenzwert 300 kW und dort ist es generell so und bei uns nur bei Dampfbildung. Und wir haben ja gesehen, wir sind sehr schnell bei keiner Dampfbildung, nämlich wenn die maximale Fernwärmenetzvorlufttemperatur unter der Sattdampftemperatur liegt des Sicherheitsventils. Dann hat unsere Anlage einen Enddruck und aus dem Enddruck bemessen wir ja die Größe des Ausdehnungsgefäßes. Und wenn wir über 350 kW liegen und die Dampfbildung haben, dann erst wird in der Fernwärme ein Druckbegrenzer maximal notwendig. Dieser Druckbegrenzer maximal wird dann 0,3 bar unterm Sicherheitsventil eingestellt. Also angenommen 3 bar Sicherheitsventil ist der Maximaldruckbegrenzer bei 2,7 bar eingestellt. Des Weiteren können wir über einen zweiten Druckbegrenzer maximal und eine weitere Absicherung bei der Temperatur, wo wir dazukommen, auf den Entspannungstopf ins Freie verzichten. Also das heißt, wenn wir ja Druckbegrenzer benötigen, benötigten wir ja eigentlich den Entspannungstopf für unser Sicherheitsventil. Wenn wir aber einen zweiten Druckbegrenzer maximal einbauen und noch einen zusätzlichen SDB, können wir auf die Entspannungstopfs ins Freie verzichten und dieser wird dann 0,2 bar unter dem Ablasedruck eingestellt. Diese beiden Druckbegrenzer werden dann bei uns im Werk schon eingebaut, die Sicherheitskette natürlich mit aufgenommen und sie werden im Werk schon voreingestellt. Das heißt, wir wissen ja, welches Sicherheitsventil ist an der Anlage und wir stellen schon ab Werk die Druckbegrenzer so ein, dass sie entsprechend 0,2 und 0,3 bar unter dem Sicherheitsventil liegen. Jetzt kommt die Besonderheit, wenn wir eine Druckbegrenzung minimal benötigen, das heißt, haben wir auf unserer Hausanlagenseite eine Vorlauftemperatur von über 100 Grad Celsius, dann kann es ja im Extremfall am obersten Punkt unserer Hausanlage, wenn dort der Druck auf den atmosphärischen Druck abfällt, zu einer Verdampfung kommen. Und das wollen wir vermeiden. Das heißt, haben wir angenommen 110 Grad Heizungsvorlauftemperatur, weil unsere Altanlage noch so bemessen ist und die Heizflächen das benötigen, müssen wir
einen Sicherheitsüberdruck von ca. 0,5 bar einbauen und den dann auf die statische Höhe addieren und damit über einen Druckwächter bzw. Sicherheitsdruckbegrenzer minimal absichern. Also es ist hier laut Norm kein Sicherheitsdruckbegrenzer erforderlich. Es reicht ein Wächter, der sich selbst wieder entriegelt. Aber wir sichern damit sozusagen den Mindestbetriebsdruck ab, nämlich genau diesen Mindestbetriebsdruck, damit wir am obersten Punkt unserer Anlage keine Dampfbildung haben bei Temperaturen über 100 Grad. In der Realität wissen wir, es gibt kaum noch Heizungsanlagen, die wirklich größer 100 Grad Vorlauf betrieben werden. Ja, das jetzt, wenn Sie ein Sicherheitsventil von 4 bar eingesetzt haben, der Maximaldruck der Produkte dann 4 bar oder größer sein muss und die Nenndruckstufen größer sein müssen, ist jedem klar. Darauf ist zu achten. Bis 6 bar ist ja in der Regel sowieso alles, was wir in Verkehr bringen bzw. kaufen, hat diese Nenndruckstufe. Nachher werde ich nochmal näher auf die Prüfdrücke eingehen, wenn wir über Druckgeräte sprechen, weil ja die Prüfdrücke in der Regel dann höher liegen, also sowieso höher als der Maximaldruck, aber in der Regel auch höher als die Nenndrücke der Produkte. Aber wie genau der Prüfdruck berechnet wird, zeige ich Ihnen dann noch. Hier mal ein Bild, weil wir gerade über die Sicherheitstechnik gesprochen haben, von zwei Fernwärmestationen, so wie Sie sie klassisch kennen. Die größere Ausführung geschweißt, auf dem Rahmen konstruiert, dass Sie sich ein Bild davon machen können. Und neben dem Wärmeübertrager ist hier die entsprechende Sicherheitstechnik montiert. Das Bild kennen Sie. Das ist das, was ich gerade erklärt habe, von der Druckhaltung immer sehr gut bei Reflex dargestellt, mit dem Enddruck, dem Anfangsdruck und wo entsprechend der Druckbegrenzer ist. Hier in der Darstellung von Reflex sehen Sie, dass nach der EN 12828 immer bei Kesselanlagen größer 300 kW ein Sicherheitsdruckbegrenzer maximal notwendig ist. Ich hatte Ihnen gerade erklärt, erstmal ist es bei der Fernwärme sind es 350 kW und dann nur, wenn wir die Dampfbildung haben. Und das ist wirklich äußerst selten. Und dann passiert häufig Folgendes. Ich werde dann nachher noch was zur Druckgeräterichtlinie sagen. Wenn wir ein Druckgerät in Verkehr bringen, haben wir eine sogenannte Inbetriebnahmeprüfung und es gibt dann Kunden, die zu dieser Inbetriebnahmeprüfung eine zentrale Überwachungsstelle holen, könnte der TÜV sein, die DK. Und dann hatten wir selbst schon von den Mitarbeitern Anfragen, warum haben wir denn so kleine Sicherheitsventile, wo ist denn der Druckbegrenzer maximal in einer Anlage mit 800 kW. Dann haben wir denen die Normung gezeigt, haben denen das erklärt. Und dann waren selbst diese Mitarbeiter teilweise überrascht. Das ist ja die Besonderheit von Fernwärme. Wenn wir keine Dampfbildung haben, können wir mit dieser viel einfacheren Sicherheitstechnik das Ganze absichern. Ja, und dann kommen wir zur Sicherheitstechnik Temperatur nach der DIN 4747, die wir einsetzen. Wir kennen ja die Begriffe, ein Temperaturregler. Wir haben noch sogenannte Temperaturwächter und wir haben sogenannte Sicherheitstemperaturwächter oder Schutztemperaturwächter, die geprüft sind, typgeprüft sind, aber sich selbst wieder entriegeln. Und wir haben Sicherheitstemperaturbegrenzer, die man vor Ort wieder quittieren muss. Das ist der Standard bei allen Feuerstätten, also allen Öl-, Gas-, Biomassekesseln. Ich nehme es hier vorweg. In Fernwärmeübergabestationen gibt es keine STBs, also keine Sicherheitstemperaturverriegler, die man manuell vor Ort entriegeln muss, was seine Vor-, aber auch seine Nachteile hat. Wie ist das Ganze in der Norm aufgebaut? Für die Auswahl von Temperaturreglern und Sicherheitstemperaturwächtern. Entscheidend ist meine maximale Betriebstemperatur in der Hausanlage, also die höchste zugelassene Betriebstemperatur in der Anlage, die ich aufbaue, in der Heizungsanlage, heutzutage häufig 90 Grad oder auch 100 oder 110 Grad. Und ich habe die maximale Betriebstemperatur in meinem Fernwärmenetz, also die abgesicherte Temperatur im Fernwärmenetz. Die kann betragen 90 Grad bei kleineren Netzen mit BRKWs. Die kann aber auch betragen, wie ich schon angesprochen habe, in München 200 Grad, wenn ich ein Primärnetz habe, direkt aus dem Kraftwerk. Und wenn ich jetzt in die höchste zulässige Betriebstemperatur in meinem Fernwärmenetz bis 120 Grad beträgt, benötige ich in der Regel
einen SDW. Es sei denn, ich habe, wie ich schon angesprochen habe, die höchste zulässige Temperatur im Fernwärmenetz von 90 Grad und die höchste zulässige Temperatur meiner Hausanlage ist 90 Grad oder 95 Grad, dann benötige ich weder einen SDW noch einen TR. Dann sind wir nämlich hier in dieser Zeile, ist nicht erforderlich und dann benötige ich auch keine Sicherheitsfunktion. Dann habe ich ein normales Regelventil und falls dieses Regelventil defekt ist, beheizen wir zwar ständig die Sekundärseite, allerdings kann es zu keinen Störungen kommen, weil ja die maximale Betriebstemperatur meiner Hausanlage nie überschritten wird. Wenn ich dann natürlich das Fernwärmenetz 120 Grad hat und meine Hausanlage nur mit 110 Grad zugelassen ist, benötige ich den SDW. Das Ganze muss dann über eine Sicherheitsfunktion erfolgen, die auf ein sogenanntes typgeprüftes Ventil geht, die ja verschiedene Hersteller, Danfoss, Samsung, Siemens in Verkehr bringen und seit Jahren bekannt sind. Bewege ich mich dann in Fernwärmenetz zulässigen Vorlauftemperaturen, Maximaltemperaturen von 120 bis 140 Grad, ist in der Regel auch nur ein SDW notwendig. Hier steht zwar in der Norm, es ist erforderlich ein TR und ein SDW. Allerdings haben wir hier diesen Zusatz TR. Der TR wirkt auf den Schließimpuls des Stellantriebes und nicht auf die Sicherheitsfunktion. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Temperaturreglerfunktion, die wirklich das Ventil über Impulse schließt und nicht auf die Sicherheitsfunktion. Und die ganz große Besonderheit ist diese Ausnahme D. Und jetzt erinnern wir uns, wir hatten am Anfang kurz besprochen, welche Netzfahrweisen gibt es. Und hier steht nicht erforderlich bei gleitenden und gleitend konstanter Netzfahrweise. Und jetzt haben wir ja gesagt, 90% aller unserer Fernwärmenetze haben die gleitend konstante Netzfahrweise. Das heißt, der TR ist in der Regel nicht erforderlich bis 140 Grad Fernwärmenetzvorlauftemperatur. Wenn wir dann über 140 Grad sind, ist immer der TR-SDW erforderlich. Allerdings kein STB, korrekt, kein STB, also kein Begrenzer, der ist niemals erforderlich. Es ist jetzt auch egal, ob wir jetzt hier 200 oder 250 Grad maximale Netztemperatur haben. Das Ganze ist dann so aufgebaut, dass wir in der Regel Heizungsanlagen planen. Heute häufig noch 70-55, in Zukunft sicherlich mit 55 Grad Vorlauf. Wollen nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch die Fernwärme natürlich mit den Anlagentemperaturen nach unten möchte. Wir haben eine minimale Temperatur in unserer Heizungsanlage, die je nachdem, was wir für eine Wärmeübergabe in den Räumen haben, zwischen 30 und 40 Grad liegt. Und dazwischen liegt halt unsere außentemperaturgeführte Kennlinie, mit der wir arbeiten. Das macht unser normaler Heizungsregler, der ja auch dann in der Heizkennlinie in der Regel als maximale Vorlauftemperatur diesen Grenzwert eingestellt hat. Das heißt, selbst wenn wir minus 20 Grad Außentemperatur haben, fahren wir nicht über diese Temperatur. Wir haben in unserer Heizungsanlage die maximal zulässige Betriebstemperatur über die Anlagenteile. Wir gehen bei Jados immer davon aus, dass diese ca. 95 Grad beträgt. Wir können es nicht immer überprüfen. In der Sanierung gibt es häufig die Angaben nicht. Auch beim Neubau wird uns das häufig nicht übergeben. Wir nehmen also häufig 95 Grad an. Es gibt dann kaum Rückmeldung. Dann muss natürlich die Maximaltemperatur unseres Produktes entsprechend auf dem Niveau oder größer liegen. Und wenn wir einen SDW benötigen, stellen wir diesen SDW ca. 10 Kelvin unter dieser maximalen Temperatur ein. Warum gehen wir hier von der maximalen Betriebstemperatur aus? Wir haben ja hier bei diesem PI-Regelkreis in der Praxis eventuell ein Überschwingen. Wir haben Volumenstromänderungen auf der Hausanlagenseite. Der Regler regelt nicht so schnell nach. Wir stellen ihn ja häufig sehr langsam ein in der Heizungstechnik, damit wir nicht die ganze Zeit takten, damit die Dauer der Bauteile eine lange Lebenszeit hat. Also kann es hier schnell mal zu 2 oder 3 Kelvin Übertemperatur kommen, was ja kein Problem ist. Die SDWs wiederum sind in ihrer Typprüfung so eingerichtet, dass wenn ich 85 Grad einstelle, sie spätestens bei 85 Grad auslösen müssen, aber häufig 3 bis 5 Kelvin vorher auslösen wollen. Eine Differenz, eine negative, ist erlaubt. Das heißt, wenn ich hier ein Überschwingen habe, wenn ich den SDW jetzt hier schon auf 75 Grad einstellen würde,
dann könnte das Überschwingen und das zeitige Auslesen des SCVs dazu führen, dass dieser häufig auslöst. Und dann kommen wir zu dem Nachteil eines Sicherheitstemperaturwächters. Wir merken das ja häufig nicht, weil er sich selbst wieder entriegelt. Also ich kenne Heizungsanlagen, da wurde der SCV auf 70 Grad eingestellt und die Vorlauftemperatur auf 80 Grad und die sind jahrelang über den SCV im Zweitaktbetrieb gefahren. Ist natürlich nicht förderlich, kann aber passieren, wenn die Anlage nicht wirklich richtig betrieben wird und keine Wartungsfirma da eingesetzt wird. Ich hatte erst gesagt, wenn wir Dampfbildung haben und über 350 kW sind, können wir mit einem zusätzlichen Sicherheitsdruckbegrenzer maximal und einem zusätzlichen SCV auf den Entspannungstopf am Sicherheitsventil verzichten und müssen den nicht ins Freie führen. Also das wäre der zweite SCV, den wir dann auch in diesem Temperaturbereich einstellen, also theoretisch auf dem Niveau des ersten oder ganz gering darunter einstellen können. Und falls wir dann einen TR haben, stellen wir natürlich den TR dort ein, wo er vor dem SCV arbeitet. Also falls der PED-Regler, der Temperatursensor defekt ist, was auch immer, der TR die Regelung übernimmt und der TR diese Regelung auf die Schließfunktion macht und der SCV nicht zum Auslösen kommt. Ja, das war die Sicherheitstechnik Temperatur und die gilt für die Raumheizung. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Sicherheitstechnik für die Trinkwasserwärme eingehen. Da ist die Fernwärme nämlich sehr besonders. Das heißt, sie hat ganz andere Voraussetzungen als die Absicherung von Trinkwasserwärmern, die wir an unsere Öl- und Gaskessel anschließen. Trinkwasserwärmung ist uns bekannt. Wir erwärmen Kaltwasser auf Trinkwarmwasser oder erwärmtes Trinkwasser. Je nachdem, welche Norm wir nehmen, haben wir tausende Begriffe und entsprechend auch die Zirkulation. Wir wissen in der Regel, bei über 90% unserer Anlagen liegt das Trinkwarmwasser bei 60 Grad Celsius, die Zirkulation bei 55 Grad Celsius. Und jeder Trinkwassererwärmer kann auch bei Betriebswasser eingesetzt werden. Umgedreht, nicht jeder Wassererwärmer ist automatisch für Trinkwasser geeignet. Das wäre mir noch wichtig zu erwähnen, weil wenn ich einen Wasserwärmer in Verkehr bringe, muss nicht gesagt sein, dass er Trinkwasser geeignet ist. Es könnte auch ein Wasserwärmer für Betriebswasser sein. So, wir unterscheiden ja die verschiedenen Arten der Trinkwasserwärmer, Speichersysteme, Speicherladesysteme und sogenannte Frischwasserstationen, Durchflusssysteme. Die Besonderheit der Fernwärme ist, dass wir schon seit Jahrzehnten sehr viel mit Speicherladesystemen arbeiten. Warum? Weil Speicherladesysteme im Durchschnitt wesentlich geringere Rücklauftemperaturen haben als Speichersysteme. Wenn wir Speichersysteme verwenden, gibt es spezielle Speicher mit größerem Rohrschlang, die wir ganz gerne verwenden. Dann ist der Speicher natürlich teurer. Wir haben klassisch in Deutschland ja immer noch zu 80% über den Kesselmarkt normale Speicher mit Rohrschlange, also Speichersysteme in Betrieb. Das, was ich Ihnen jetzt gerade zeige mit der Absicherung, gilt natürlich für alle drei Arten der Trinkwasserwärmer auf der Trinkwarmwasserseite. Das heißt, wir in der Fernwärme schützen die Erwärmung des Trinkwassers und die maximale Temperatur des Trinkwassers anders, als Sie das gewohnt sind, wenn Sie in Öl- oder Gaskessel einbauen. Bei der alten Norm gab es noch die Unterscheidung mit der Hausanlage und jetzt meinen wir die höchste zulässige Betriebstemperatur der Hausanlage, natürlich unsere Trinkwasserhausanlage. Und dort haben wir noch unterschieden zwischen bis 75 Grad Celsius und größer 75 Grad Celsius. Die Praxis hat uns ja gezeigt, dass wir diese Angabe nie erhalten haben. Wir wissen allerdings, dass wir jetzt ja viele Systeme im Trinkwasserbereich einsetzen, die eine Maximaltemperatur von 75, 80 oder 90 Grad haben. Das heißt, wenn der Trinkwasserwärmer eine Störung hat, wir haben bei einer maximalen Temperatur von 75 Grad der Hausanlage und wir würden das Trinkwasser auf 80 Grad erwärmen, könnten wir die komplette Hausanlage zerstören bzw. so beeinträchtigen, dass danach eine große Sanierung erforderlich ist. Deshalb ist es hier so, dass die Fernwärme erstmal sagt, ist denn die höchstzulässige Temperatur meiner
Hausanlage Trinkwasser größer als die höchstzulässige Temperatur des Fernwärmenetzes, benötigen wir in der Regel einen Temperaturregler. Also dieser Einsatz ist schon mal teilweise erforderlich. Wenn dann allerdings die Fernwärmevorlauftemperatur unter 100 Grad Celsius liegt, was bei vielen neuen Netzen der Fall ist, aber bei den vielen klassischen Netzen, die wir in den großen Städten haben, darüber liegt, dann können wir auch auf den TR verzichten. Also ist bei den vielen klassischen Netzen schon mal immer ein TR erforderlich. Und wenn wir dann im Fernwärmenetz zwischen 100 und 120 Grad Vorlauf haben oder über 120 Grad Vorlauf haben, ist immer ein TR-SDW erforderlich. Das heißt, wir haben relativ schnell in der Fernwärme bei unserer Trinkwasserwärmung eine Absicherung mit einem TR-SDW, was wir von der normalen Heizungstechnik, sprich Gas- oder Ölkessel, gar nicht kennen. Dort sichern wir über den SDB den Wärmeerzeuger ab und sagen, das ist ausreichend für unseren Trinkwasserwärmer bis 110 Grad Absicherung. Jetzt bauen wir einen Speicher ein mit einer Rohrschlange und müssen dann zusätzlich in diesen Speicher einen TR-SDW montieren. Das ist den meisten Installateuren nicht bewusst. Und ich glaube auch, dass diese neue Norm, die jetzt ja erst letztes Jahr im Herbst verabschiedet wurde, noch gar nicht so eine Marktdurchdringung hat, dass das den meisten bewusst ist. Am einfachsten ist es natürlich, wir verkaufen Speicherladesysteme oder wir verkaufen Durchflusssysteme, die an der Wärmeübergabestation installiert sind oder separat. Dann bekommen Sie diese Sicherheitstechnik von uns gleich montiert mitgeliefert. Und das ist wirklich eine sehr große, neben den Sicherheitsventilen, ein sehr großer Unterschied zwischen dem Energieträger Fernwärme und den anderen Energieträgern in der Heizungstechnik, wo die EN12828 gilt. Ja, wenn wir dann diese Sicherheitstechnik nach Fernwärme für Druck und Temperatur vorgenommen haben, prüfen wir noch jede Fernwärmeübergabestation. Handelt es sich hier eventuell um Druckgerät oder um kein Druckgerät? Das heißt, nach der Druckgeräterichtlinie gibt es sogenannte Behälter, sind unter anderem auch Ausdehnungsgefäße, die bauen wir ja aber nicht in die Fernwärmeübergabestation ein. Aber alle Wärmeübertrager, die wir montieren, sind Behälter nach Druckgeräterichtlinie, die wir überprüfen müssen nach dem Druckvolumenprodukt für jede Druckzone und für jedes unterschiedliche Volumen, die Behälter haben. Und wir müssen die Rohrleitung überprüfen. Das heißt, wir müssen das Drucknennweitenprodukt jeder Rohrleitung in jeder Druckzone mit jeder Rohrnennweite überprüfen. Rohrnennweite ist klar, die Dimension, die ist uns in der Regel bekannt. Den Nenndruck kennen wir auch, der ist uns auch in der Regel bekannt. Wir prüfen ja aber in der Druckgeräterichtlinie nicht nach dem Nenndruck, sondern wir prüfen nach dem maximalen zulässigen Druck unseres Produktes. Und jetzt nehmen viele an, na, das ist doch der Nenndruck. Nein, dem ist nicht so. Der maximal zulässige Druck des Produktes wird ja ermittelt beim Inverkehrbringen, entweder anhand des Drucktemperaturdiagrammes. Wenn wir zum Beispiel in der Nenndruckstufe PN16 Flanscher einsetzen, sind diese bei 16 Bar Druck nur, bei Temperaturen über 110 Grad nur bis 13 Bar Druck zugelassen. Wenn wir bei PN16 diese Flansche bis 16 Bar Druck nutzen wollen, dürfte die maximal zulässige Temperatur nur noch bei 50 Grad liegen, was sowohl in der Heizungstechnik als auch gerade auf der Fernwärmeseite nicht möglich ist. Also deshalb ist dieser maximal zulässige Druck die Ausgangsbasis für die Berechnung. Wir nehmen als maximal zulässigen Druck unserer Produkte, wenn wir sie individuell fertigen, immer die maximal zulässige Vorlauftemperatur des Fernwärmenetzes und gehen davon aus, weil wir ein Produkt genau für dieses Objekt fertigen. Das Ganze wird ja dann überprüft mit der maximal zulässigen Temperatur, also der Maximaltemperatur unseres Produktes, was auch wiederum die maximal zulässige Betriebstemperatur des Fernwärmenetzes ist. Und diese Temperaturen, die auch hier mit PB bezeichnet werden und mit PTB, sind, wenn sie die maximalen Werte sind, halt der maximale Betriebsdruck des Fernwärmenetzes und die Temperatur
In der Regel sind das die Werte, wo in der Erzeugeranlage die Druck- bzw. Temperaturabsicherung erfolgt. Jetzt gehen wir unsere Fernwärmeübergabestation durch und berechnen auf der Fernwärmeseite für die Rohrleitung das Druck-Nennweitenprodukt, kommen laut den Diagrammen aus der Druckgeräterichtlinie in Artikel 4 Absatz 3, gute Ingenieurpraxis, bedeutet, bei der Schweißprüfung machen wir eine Sichtkontrolle, kommen bei der Druckinhaltsprüfung des Wärmeübertragers auf der Primärseite auch in die gute Ingenieurpraxis, das gleiche auf der Sekundärseite, also der Heizungsseite, sowohl für den Wärmeübertrager als auch für die Rohrleitung, und wir bringen damit eine Maschine in Verkehr nach Artikel 4 Absatz 3, also kein Druckgerät. Das Ganze dann auch, wenn der Wärmeübertrager, und das macht er in der Regel als erstes, auf der Fernwärmeseite, weil wir dort den höheren Druck haben, in die Kategorie 1 fällt, sind wir immer noch in der Maschinenrichtlinie, gibt es speziell für die Fernwärme eine Regelung, dass in der Kategorie 1 Fernwärmeübergabestationen dann doch keine Druckgeräte drin, sondern Maschinen. Das gleiche natürlich, wenn auch die Rohrleitung in die Kategorie 1 fallen würde, was höchst selten passiert. In der Praxis passiert immer Folgendes: Der Wärmeübertrager auf der Fernwärmeseite fällt als erstes in die Kategorie 2, und wenn dieser in die Kategorie 2 laut dem Diagramm der Druckgeräterichtlinie fällt, dann haben wir ein Druckgerät, das heißt, wir bauen eine Maschine und ein Druckgerät und müssen nach beiden Richtlinien die Konformität überprüfen und die Konformitätserklärung, wenn die Prüfung positiv war, ausstellen. Was passiert in der Praxis wirklich? 99% aller Wärmeübertrager haben ja schon einen Maximaldruck, der wesentlich höher liegt, als wie wir ihn einsetzen, in der Regel bei 40 Bar. Eine Maximaltemperatur, die wesentlich höher liegt, nämlich bei 200 Grad Celsius, und darauf eine Einordnung nach Druckgeräterichtlinie haben, eine Typprüfung und eine Konformitätserklärung haben. Das heißt, wir überprüfen nur, ist dieser Wärmeübertrager geeignet? Hat dieser Wärmeübertrager eine Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie? Ja, können wir den einbauen, mehr machen wir nicht. Dann fällt eventuell die Rohrleitung in die Kategorie 1. Jetzt ist es so, weil wir ein Druckgerät herstellen, machen wir in der Schweißtechnik genau das Gleiche, weil unsere ganzen Geschichten eine Verfahrensprüfung haben etc. Aber wir prüfen jetzt nicht nach Sichtkontrolle, sondern wir prüfen nach der Prüfklasse C. Das heißt, wir machen eine bestimmte Anzahl der Schweißnähte während einer zerstörungsfreien Prüfung, sprich Rätselprüfung, zugeführt nach der Prüfklasse C. Und wenn das Ganze in die Kategorie 2 fällt, dann die Rohrleitung, die wir bauen, werden dann nach der Prüfklasse B geprüft. Was bedeutet das in der Praxis? Sie bekommen von uns eine Konformitätserklärung. Da steht drauf, dass die für das Produkt die Druckgeräterichtlinie prüft. Sie bekommen darauf die Konformität erklärt. Sie könnten bei Nachfrage auch die Berechnungsunterlagen bekommen. Aber Sie müssen theoretisch bei der Inbetriebnahme eine Inbetriebnahmeprüfung machen, und Sie müssen dann nach der Betriebssicherheitsverordnung das Produkt einstufen und müssen dann eventuell wiederkehrende Prüfung machen. Was da genau zu beachten ist, wie das Ganze erfolgt, gerne in unserem nächsten Webinar, wo ich im Anschluss nochmal darauf hinweisen werde. Sehr viele Diskussionen gibt es dann immer um das Thema Prüfdruck. Ich will es hier ganz kurz sagen, es ist der maximal zulässige Druck, für den wir das Produkt in Verkehr bringen, mit dem wir den Prüfdruck berechnen. Das heißt, wir berechnen den maximal zulässigen Druck PS mal 1,43. Das ergibt einen Prüfdruck 1. Und wir machen eine zweite Berechnung, weil wir, wenn wir das ausführen würden, müssten wir die Druckprüfung mit der Temperatur vornehmen, was die maximal zulässige Temperatur ist. Und das können wir ja in der Praxis nicht. Wir können ja nicht eine Druckprüfung mit 110 Grad machen. Dann bräuchten wir irgendwo einen separaten Wärmeerzeuger, der genau die Temperatur bei der Druckprüfung zuführt. Deshalb wird in die Festigkeit der entsprechenden Bauteile gegangen und wird über die Festigkeitswerte, wir verwenden zum Beispiel den Strahl P
P235GH wird mit den Festigkeitswerten das Verhältnis berechnet und dann wird der 1,25-fache Druck mal maximal zulässigen Druck genommen und aber das Verhältnis von den 20-gradigen Temperatur bei der Druckprüfung zu der Maximaltemperatur genommen, ergibt einen Prüfdruck 2. Und wenn dieser Prüfdruck 2 höher ausfällt, wird dieser für die Druckprüfung genommen. Und das ist in der Regel fast immer der Fall. Und dann gibt es eine große Verunsicherung, warum wir als Prüfdruck so einen hohen Druck haben und warum sich der Prüfdruck verändert, weil sich die Maximaltemperatur TS für unseres Produktes verändert, je nachdem, wie die maximale Betriebstemperatur des Fernwärmenetzes ist. Ja, und auch da gibt es immer wieder Kunden, die dann von der zentralen Überwachungsstelle nochmal sich einen Rat einholen. Dort ist in der Regel das Wissen genauso bekannt, wie wir es machen. Gibt es also kaum Probleme in der Praxis. Aber das wäre wichtig bei wiederkehrenden Prüfungen. Können Sie dann, weil dieser Prüfdruck natürlich auf unserem Typenschild steht und weil dieser Prüfdruck auch in unserer Produktdokumentation steht, können Sie dann darauf zurückgreifen und können bei wiederkehrenden Prüfungen genau mit diesem Prüfdruck eventuell den Wärmeübertrager nochmal nachprüfen. Jetzt habe ich viel über diesen maximal zulässigen Druck und die maximal zulässige Temperatur gesprochen und über andere Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir Fernwärmeübergabestationen planen und die Sicherheitstechnik auslegen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Fernwärmenetze in Deutschland gibt. Schon allein in München 20 verschiedene Netze mit 20 unterschiedlichen technischen Werten in den THBs. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass wir von dem Netz, wo wir die Station planen, diese technischen Werte bekommen. Und ich habe hier mal eine Übersicht gemacht der technischen Werte, die wir von einem Fernwärmenetz benötigen. Und das sind eine Menge technische Werte. Und die Praxis zeigt uns, dass wir manchmal zu Versorgern kommen. Da wird das Ganze im Internet veröffentlicht, ist sehr gut. Das sind dann die klassischen Versorger, die auch Mitglied bei der AGFW sind, wie die Stadtwerke München, Vattenfall, Berzin, Enercity in Hannover etc. Aber es gibt leider auch Netzbetreiber, wo wir ein bisschen mehr nachbauen müssen und leider erstmal fragen müssen, da du die maximal zulässige Temperatur deines Fernwärmenetzes ist das, wie dein STB an deinem Wärmeerzeuger eingestellt ist. Und kannst du da nicht mal schauen? Und das müsstest du eigentlich in deine THB aufnehmen und ins Internet stellen, beziehungsweise den Kunden, die die Anschlüsse beantragen, zur Verfügung stellen. Also da gibt es sehr viel positive, aber auch einige Beispiele, wo es noch Nachholbedarf gibt. Ja, jetzt möchte ich Ihnen mal kurz von unserer Fernwärmeübergabestation Giro zeigen, wie der ganze Aufbau ist. Wir haben bei dem Produkt den Wärmenetzanschluss auf der rechten oder linken Seite, Vorlauf und Rücklauf. Wir haben das Regelventil als Kombinationsventil, Differenzzugregler, Volumenstromregler und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion in einer Einheit. Das ist das, was immer mehr verwendet wird. Ich werde auch im nächsten Webinar ein bisschen darauf eingehen, dass in der einen THB das Ventil im Vorlauf verlangt wird, in der anderen im Rücklauf. Das ist auch so eine Spezialität der Fernwärme, was in Hamburg verboten ist. Das ist in München Vorschrift. Das kann man dann nicht wirklich immer alles erklären, aber man kann ein bisschen die Rahmenbedingungen darstellen, warum der eine das so wünscht und der andere so. Wir haben das Heiligtum unserer Versorger, den Wärmezähler. Das Passstück ist immer in unserer Übergabestation integriert und das ist auch ganz wichtig. Diese ganzen technischen Werte zu der Installation des Wärmezählers sind auch Bestandteil der THB. Also wie werden die Temperatursensoren, wie wird das Fühlerpaar angebracht? 90 Grad, 45 Grad, in einer Muffe, in einem Bogen etc. gibt es sehr viele unterschiedliche Wünsche. Und wir haben natürlich für die Wärmeübergabe das Herzstück, den Wärmeübertrager. Und auf der Heizungsseite dann für verschiedene Anwendungsfälle. Hier in dem Fall haben wir nach oben eine Pumpe für die statische Heizung und nach unten haben wir einen Heizkreis mit 3-Wege-Ventil und Pumpe für die Flächenheizung, für die Fußbodenheizung. Des Weiteren ist hier noch integriert ein Wärmeübertrager für die Trinkwasserwärmung. Im Durchfluss in diesem Fall mit dem Kaltwasser- und dem Trinkwarmwasseranschluss direkt an der Station. Also was Sie hier vor sich sehen, ist im Prinzip eine Anlage, mit der Sie den Fernwärmeanschluss, die Wärmeübergabe, die Sicherheitstechnik,
zwei Heizkreise und die Trinkwasserwärmung realisieren kann. Alles in einem Produkt. Also das, was Sie sonst bei Gaswandgeräten sehr selten schon integriert haben, wo Sie zusätzliche Pumpengruppen installieren müssen und Trinkwasserwärmung. Das Ganze gibt es nochmal bei uns in der Version C, kompakt. Dann ist es noch kompakter. Das heißt, hier haben wir eine Baubreite von 400 mm plus hier die Anschlussbreite, die wir für den Wärmenetzanschluss benötigen. Es gibt hier von diesem Kombinationsventil noch kleine Varianten, so wie wir es sehen. Ansonsten sind die Komponenten, die hier installiert sind, die gleichen. Wir haben auch hier, hätten auch hier die Möglichkeit, Pumpen schon zu installieren, auch das Drei-Wege-Ventil für die Flächenheizung. Wir haben auch hier die Möglichkeit, einen Trinkwasserwärmer zusätzlich zu installieren. Was man wirklich dazu sagen muss, ist eine Anlage kompakt, ist sie wartungsunfreundlicher. Also ich habe immer in der Produktentwicklung diese widersprüchlichen Anforderungen. Ein Produkt soll möglichst klein sein, damit ich wenig Montageplatz habe. Aber es soll gleichzeitig wartungsfreundlich sein. Sprich, wenn ich es wartungsfreundlich haben will, muss ich das ein bisschen größere, dann auch in der Regel ein bisschen teurere Produkt nehmen. Wenn ich das kompaktere Produkt habe, muss ich 2-3 Minuten länger einplanen, wenn ich mal diesen Schmutzfänger reinige. Das ist dann natürlich aufwendiger. Ja, ich möchte hier jetzt auch nochmal auf das Thema Wärmedämmung eingehen. Das Thema Wärmedämmung wird viel diskutiert, ist bei manchen Sachen gegeben, wie zum Beispiel bei unseren Wärmeerzeugern oder auch bei Wohnungsstationen. Und bei Fernwärmestationen gibt es dann ab und zu die Meinung, naja, das sind ja Rohrleitungen und Rohrleitungen muss man 100% dämmen. Also seit der NF zieht sich das durch. Das war früher die Anlage 5. Ich habe jetzt hier auch den direkten Internet-Link auf die Anlage 8 im Gebäudeenergiegesetz reingenommen. Hier ist der komplette Text und habe den Text, der entscheidend ist, hier nochmal groß geschrieben und habe das entscheidende Wort hier dick fett geschrieben. Das heißt nämlich bei zentralen Leitungsnetzverteilern. Und der eine oder andere weiß es eventuell, ganz früher bei der ersten Ausgabe der NF hieß es noch Heizkreisverteiler. Bei zentralen Leitungsnetzverteilern ist 50% der Dämmstärke, wenn ich diese 0,035 Watt pro Meter und Kelvin habe, zulässig. Das heißt, das ist die berühmte 50% Dämmung und das auch nur, wenn ich in der nicht beheizten Gebäudehülle bin. Weil es da so viele Streitigkeiten in der Praxis gab, also ich kann weder bei Siemens noch bei Magra Heizkreisverteiler mit 100% Dämmung kaufen, wenn ich aber drei Heizkreise an einer Fernwärmeübergabestation habe, wünscht der Gutachter, muss 100% Dämmung ran. Das Gleiche ist mit den Heizkreisarmaturengruppen, die in Verkehr gebracht werden. Das sind alles zentrale Leitungsnetzverteiler. Da akzeptiert jeder 50%. Hat die AGFW dazu ein Arbeitsblatt gemacht? Das ist das Arbeitsblatt 309 Teil 4. Und in dem Arbeitsblatt ist nochmal klar definiert, es gibt die Möglichkeit, nur die Rohre mit 50% zu dämmen. Dann kann ich diese Station in beheizten Räumen, also in der beheizten Gebäudehülle einsetzen, hat dann nach diesem Arbeitsblatt die Kurzbezeichnung C. Dann habe ich was ich gerade gezeigt habe, nach Gebäudeenergie gesetzt, eine komplette Wärmedämmung der Station mit 50%, hat nach dem Arbeitsblatt die Kurzbezeichnung B. Das ist das, was Sie zu 80% von allen Stationsherstellern angeboten bekommen. Oder Sie haben die Möglichkeit, die Wärmedämmung mit 100% nach GEG zu nehmen, hat dann nach diesem Arbeitsplatz die Kurzbezeichnung A. Das machen wir sehr gerne. Das Produkt, was Sie gerade gesehen haben, die Yado Giro, hat im Standard 100%. Das Produkt auf dem Standrahmen, bei uns genannt Yado Pro, hat im Standard 50%. Wenn Sie allerdings bei der Angebotsanfrage oder vor der Bestellung 100% angeben, machen wir das sehr gerne. Allerdings, was immer sehr schwierig ist, danach zu sagen, ich hätte jetzt 100%, das steht schon im Keller. Auch das machen wir sehr gerne. Man unterschätzt dann aber die Kosten dieser Nachrüstung vor Ort. Was Sie hier sehen, ist unsere spezielle EPP-Wärmedämmung für unsere Produkte Heizungsverteiler Yado Share und für diese Wärmeübergabestation Yado Pro. Im Grunde genommen ist das die gleiche Wärmedämmung, die Sie auch kennen von den ganzen
Heizungsarmaturengruppen bzw. vorgefertigten Heizkreisverteilern bzw. Solararmaturengruppen, die Sie kaufen, hat halt den Vorteil, dass sie sehr leichtes, formstabiles, geringe Alterung hat gegenüber Pro-Hardschaum. Und wenn wir die auf der Fernwärmeseite verwenden und die Maximaltemperatur sehr hoch ist, machen wir hier nochmal ein Isofließ, legen wir ein Isofließ ein, was die erste Temperatur auf 110 Grad herunterbringt. Und wenn aber die Fernwärmetemperatur dann noch höher liegt, also über 140 Grad, dann nehmen wir auf der Fernwärmevorlaufseite wirklich Mineralwolle mit Stahlblech, um diese hohen Temperaturen gerecht zu werden. Also auch hier wird dann immer auf die technischen Werte des Fernwärmenetzes eingegangen. Dann ist es mir noch wichtig, kurz was zum Thema Erstbefüllung zu sagen. Es ist vielen bewusst, dass Fernwärmewasser nach dem AGW-Arbeitsblatt FE 510 von dem Versorger aufbereitet wird. Also die großen Versorger haben dort wirklich eine sehr hohe Kompetenz, Fachpersonal, was das Fernwärmewasser betrifft. Leider gibt es ein paar Betreiber von Wärmenetzen, die auch so gerne Nahwärmenetze genannt werden, die sich darüber nicht so richtig die Gedanken machen. Sie unterliegen der Fernwärmenorm und müssten normalerweise ihr Fernheizwasser so aufbereiten. Diese Norm ist höherwertiger als die VDI 2035, womit wir unser normales Heizungswasser befüllen müssen. Das ist ja auch allen bekannt. Erstbefüllung immer mit VDI 2035 Wasser und dann der Betrieb. Wichtig wäre hier noch der Hinweis, wenn ich eine Heizungsanlage neu errichte oder auch bei einer Sanierung, muss ich nach der Druckprüfung erstmal die Anlage spülen. Das vergessen leider auch viele. Wir haben, und dann kommt die Erstbefüllung mit VDI 2035 Wasser. Wir haben hier und da mal ein Problem, wenn wir das C-Stahlrohr haben, was so einen kleinen Film hat von der Herstellung, dass wenn das Spülen nicht gemacht wurde von diesem Film, dann Ablagerungen auf den Wärmeübertragern sind und diese Ablagerungen schon nach kurzer Betriebszeit dazu führen, dass der Wärmeübergang nicht mehr zu 100% gegeben ist. Was ich Ihnen aber mitgeben kann in der neuen DIN 4747, ist vorgegeben, wie können manuelle Fülleinrichtungen aufgebaut werden von der Fernwärme in die Hausanlage Heizung. Hier ist mal das Schema direkt aus der Norm dargestellt. Also die Quelle ist die DIN. Was ist der Vorteil? Fernwärmewasser FE 510 ist besser als VDI 2035 Wasser, höherwertiger. Das heißt, Sie können, wenn Sie mit dem Fernwärmewasser die Erstbefüllung machen, können Sie sich die Wasseraufbereitung nach VDI 2035 sparen, beziehungsweise Sie haben sogar höherwertiges Heizungswasser bei der Erstbefüllung. In dieser manuellen Füllanrichtung ist ein Wasserzähler integriert. In der Regel wird, wenn ich diese manuelle Füllanrichtung einbaue, dann auch im Tarif geklärt, was kostet der Kubikmeter Wasser. Das Ganze geht auch mit einer automatischen Fülleinrichtung, so wie Sie es auch vom Trinkwasser kennen, bei der Druckhaltung direkt von der Fernwärme. Auch dann können Sie sich bei einer automatischen Nachfüllung die Aufbereitung des Wassers sparen. Ist an und für sich ein Riesenvorteil der Fernwärme, wird gerne genutzt. Ist auch in vielen THBs dann nochmal ganz klar geregelt, wie das zu erfolgen hat, zum Beispiel in Halle oder in Dresden oder auch in Cottbus. Und ist dort Bestandteil der THB und kann dann entsprechend den THBs auch so umgesetzt werden und bringt einen Riesenvorteil für die Betreiber. Ja, jetzt bin ich mit der heutigen Thema Grundlagen und Norm am Ende. Wir machen dann noch die Fragen. Ich möchte hier an der Stelle auf die weiteren Webinare hinweisen. Wir beschäftigen uns dann mit dem Thema Inbetriebnahme und Betrieb von Fernwärmeübergabestationen. Ich werde dann auch nochmal bei der Temperaturabsicherung näher auf das Thema Flächenheizung eingehen. Auch hier hat die Fernwärme Besonderheiten gegenüber der EN 12828, vor allen Dingen dann auch, wie wird eine Fernwärmestation in Betrieb genommen und was muss man im Betrieb zum Beispiel von Druckgeräten beachten. Und dann noch das Webinar im Herbst, ein Hinweis darauf, hier unten sind dann, Sie bekommen ja den Vortrag zugesendet, die Direktlinks zur Anmeldung
für das Thema Trinkwasserwärmer am Fernwärmenetz. Also wir können ja Trinkwasserwärmer sowohl an die Hausanlage Heizung anschließen als auch an das Fernwärmenetz und dort ja dann vor allen Dingen Speicherlade- und Durchflusssysteme. Und da gibt es außer der sicherheitstechnischen Auslegung, gerade mit der Planung, was ich auch am Anfang hatte, zum Thema Anschlussleistung eine Menge zu beachten. Also hier an der Stelle der Hinweis auf diese Webinare. Ich bedanke mich bis zu der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und frage jetzt die Monique, gibt es denn im Chat Fragen zu der Präsentation? Herzlichen Dank, Lutz, für diesen Vortrag. Es hat sich tatsächlich schon eine Frage hier im Chat ergeben, und zwar zum Thema Verhältnis der Anschlussleistung im Zusammenhang mit der Trinkwassererwärmung von der Folie 11. Warum wird dieses Thema in der Zukunft wichtiger? Ja, also wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, ich nehme jetzt mal als Beispiel, das Mehrfamilienhaus hat ungefähr 30 Wohneinheiten, das sind Normwohnungen, benötige ich für diese 30 Normwohnungen, wenn ich ein Speicherladesystem habe, ungefähr eine Ladeleistung von 80 kW und dann einen Speicher von 400 Liter. Ich kann diese Ladeleistung zwar verringern, ich könnte laut den Unterlagen der Hersteller für Speicherladesysteme theoretisch mit 30 kW arbeiten und dann einen Speicher von 1000 Litern einsetzen, dann habe ich aber eine sehr lange Ladezeit. Also wir bei Yaris sagen, die Ladezeit von Trinkwasserwärmern sollte maximal 30 Minuten dauern, zumindest im Wohnungsbau. Und jetzt hat früher ein Wohngebäude mit 30 Wohneinheiten im Neubau oder vor allen Dingen jetzt in der Sanierung teilweise eine Heizlast von 120 kW. Das heißt, wenn ich die 120 kW als Anschlussleistung nehme, könnte ich bei 80 kW Trinkwasserwärmung noch mit einem teilweisen Vorrang 40 kW in die Gebäudeheizung fahren. Das ist schon relativ wenig. Ich könnte allerdings auch im absoluten Vorrang fahren. Diesen absoluten Vorrang, der wird aber häufig von den Gebäudeeigentümern nicht akzeptiert, gerade wenn wir also statische Heizung haben. Und dann kommen wir in die Problematik, dass die Leute sagen, mein Heizkörper ist kalt, obwohl wir gerade in der Vorrangschaltung sind. Deshalb fahren wir gern mit diesem teilweisen Vorrang. Und dieser teilweise Vorrang ist so, dass wir bei der Firma Yaris sagen, wir möchten gern 50% der Heizlast dann noch im Trinkwasserbetrieb haben. Das würde bedeuten, wenn wir eine Heizlast von 120 kW haben, ist 50% 60 kW. Trinkwasserwärmer 80 kW, sind wir bei 140 kW Anschlussleistung. Wenn dieses 30 WE Wohngebäude jetzt neu gebaut wird, nach neuesten Wärmedämmstandards, dann wären wir eventuell nur noch bei einer Heizlast von 70 kW und hätten eine Trinkwasserwärmerleistung von 80 kW. Und jetzt ist ja schon die Leistung des Trinkwasserwärmers größer als die Heizlast. Das heißt, der Wärmeerzeuger müsste schon nach dem Trinkwasserwärmer erzeugt werden. Jetzt müssen wir noch entscheiden, fahren wir die Trinkwasserwärmung im absoluten Vorrang, weil das Gebäude gut gedämmt ist, kann man sich das jetzt leisten? Oder machen wir einen teilweisen Vorrang? Und wenn dieser Vorrang Trinkwasser nur teilweise ist, wie viel? Wir bei Yaris sagen jetzt wieder, wenn wir in diesem Neubau Flächenheizung haben, ist ja in der Regel die Flächenheizung eine Fußbodenheizung und die ist der Wärmespeicher, also können wir am absoluten Vorrang fahren. Haben wir allerdings eine statische Heizung, wollen wir noch einen teilweisen Vorrang. Und jetzt müssten wir eigentlich mit Ihnen, nämlich mit den Planern und der Planer wiederum mit dem Gebäudeeigentümer und den Auftraggeber in die Kommunikation gehen und gemeinsam entscheiden, wie wollen wir denn das Gebäude betreiben. Und daraus ergibt sich die Planung und dann natürlich vor allen Dingen, was wir geplant haben, muss bei der Inbetriebnahme eingestellt werden. Also daher die Anmerkung, wie wichtig diese Trinkwasserleistung im Verhältnis zur Heizlast ist. Und als zweites, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, die Netztemperaturen. Wenn ich im Sommer die Leistungsbegrenzung über den Volumenstrom habe, dann wird es jetzt auch wieder sehr komplex. Jetzt gibt es THBs, die sind sehr strikt, die sagen, ich berechne im Auslegungsfall den maximalen Volumenstrom in der Leistungsbegrenzung. Und wenn der nicht reicht, auch nicht im Sommer im Trinkwasserfall, musst du, lieber Kunde, die Anschlussleistung erhöhen. Auch wenn du die nicht brauchst, nur des Volumenstroms wegen.
Dann haben wir die THBs, wo wir eine wahre Leistungsbegrenzung haben. Dort müssen wir das nicht beachten. Dann haben wir aber auch wieder THBs. Dort haben wir zwar eine Volumenstrombegrenzung, dort steht aber drinne, falls im Sommer der Volumenstrom höher ist, wird dieser eingestellt, aber in der im Grundtarif für die Leistung nicht beachtet. Und jetzt merken wir wieder, wie wichtig dieses Thema THB ist und wie wichtig die Kommunikation mit den Versorgern ist. Wie interpretiere ich seine THB und was sind hier gerade die Vorgaben? Und aktuell bewegen wir uns ja in einer Zeit, wo die Fernwärme in die Transformation in die Zukunft geht. Das heißt, die Fernwärme will mit Vorlauf- Rücklauftemperaturen nach unten, damit man zukünftig wesentlich mehr erneuerbare Energien einbinden kann. Und aktuell werden dadurch sehr viele THBs geändert. Und das ist aktuell eines unserer schwierigsten Themen, diese Informationen von den Versorgern zu bekommen, in die Interpretation zu gehen, nachzufragen, wie ist das gemeint, etc. Ja, war jetzt eine sehr lange Antwort für eine kurze Frage. Ich glaube, das hat geholfen. Da werden alle Fragen beantwortet sein damit, das denke ich. So, dann ist eine neue Frage reingekommen. Was bedeutet die Sicherheitsfunktion bei Stellenantrieben von Ventilen auf Fernwärmeseite konkret? Welche Anforderungen werden gestellt? Also die Sicherheitsfunktion ist im Prinzip nichts weiter, als dass der Stellantrieb nicht über den Motor zugefahren wird, sondern dass im Stellantrieb eine Feder ist und das nennt man stromlos geschlossen. Das heißt, früher war der Begriff auch Notstillfunktion. Ich entziehe dem Stellantrieb die Stromzufuhr und dadurch wird über eine Federkraft der Antrieb geschlossen. Das heißt, selbst wenn der Motor im Antrieb defekt ist, geht über diese Sicherheitsfunktion das Ventil zu. Das Ventil ist geschlossen und deshalb wird auch die Einheit aus Ventil und Antrieb geprüft und diese Einheit als Kombination muss verwendet werden. In der Regel bei der Firma Danfoss und bei der Firma Samson haben wir sogenannte druckentlastete Ventile und der Stellantrieb hat eine Feder und über die Feder werden die Ventile geschlossen und sehr, sehr hohe Differenzdrücke werden über das druckentlastete Ventil abgefangen. Bei der Firma Siemens haben wir normale Ventile, haben dann elektrohydraulische Antriebe, das heißt, die Feder hat eine sehr hohe Kraft. Und damit beim Öffnen diese Kraft überwunden wird, ist dort eigentlich ein kleiner Hydraulikmotor drin. Und deshalb sind auch bei der Firma Siemens die Antriebe, diese SKD und SKB-Antriebe, sehr, sehr groß. Ja, das bedeutet Sicherheitsfunktion, stromlos geschlossen. Detail ist dann sogar so, dass das wissen aber die Hersteller mit verschiedenen Nennweiten, die das Zufahren des Antriebes eine verschiedene, unterschiedliche Zeit hat, kleine Antriebe schneller. Größere Antriebe langsamer, weil wenn Sie jetzt in einem Stadtgebiet einen Stromausfall haben, schließen ja alle Fernwärmeventile über diesen Stromausfall, stromlos geschlossen. Und dann gibt es einen sehr großen Druckstoß im Fernwärmenetz, weil ja die Wassermassen sich über das Trägheitsgesetz erstmal weiter bewegen. Und damit dieser Druckstoß nicht zu groß ist, haben die bei verschiedenen Nennweiten unterschiedliche Schließzeiten. Das machen aber letztlich Hersteller, sowohl der Ventile als wir, da müssen Sie nichts beachten. Vielen Dank. So, ich würde jetzt zur letzten Frage kommen. Könnten Sie eine kurze Info zur Verwendung der TWE ohne Speicher geben, wann diese sinnvoll ist oder nicht? Dies betrifft neue Anschlüsse in unserem Nahwärmenetz. Ja, also erstmal nochmal der Hinweis, genau das wird dann das Thema des Webinars sein im Herbst mit der Trinkwasserwärmung. Trinkwasserwärmung im Durchflussprinzip oder auch Frischwasserstationen sind ja im Grunde genommen in Verkehr gekommen oder werden vermehrt eingebaut, seitdem wir Heizungswärmespeicher im Keller haben, aus solarthermischen Anlagen, aus Biomasseheizung. Und dann hat man gesagt, der Energiespeicher ist ja vorhanden und jetzt können wir das Trinkwasser am Durchflusssystem erwärmen. Ähnlich ist es ja bei Fernwärmenetzen. Bei Fernwärmenetzen ist ja mein Netz und auch häufig ein zentraler großer Wärmespeicher vorhanden. Das heißt, ich kann diesen Trinkwasserwärmer im Durchfluss sehr gut an die Fernwärme anschließen, habe dann den Vorteil, dass ich bei einer Trinkwasserentnahme sehr günstige Rücklufttemperaturen habe, die dann direkt in das Fernwärmenetz gehen. Dagegen spricht dann wieder, wie das in der THB geregelt ist. Bleiben wir wieder bei unserem Objekt mit 30 Wohneinheiten. Ein
Ein Speicherladesystem hätte ungefähr eine Ladeleistung von 80 kW. Ich könnte es vielleicht auf 60 kW optimieren. Und ein Durchflusssystem hätte aber ungefähr eine Spitzenleistung, also die ich dann eventuell in der 10-Minuten-Spitze einmal am Tag benötige, von 170 kW. So, jetzt muss ich diese 170 kW auch als Anschlussleistung haben, könnte dann mit einer Spezialschaltung auch sagen, falls ich die Spitzenentnahme habe, schalte ich die Heizung ab. Aber ich bin jetzt mit dieser Anschlussleistung bei dem Versorger und jetzt muss ich mit dem Versorger über seine Tarife reden. Wie hoch ist der Anteil von meinem Grundpreis, der ja in der Regel über die Anschlussleistung genommen wird? Wie hoch ist mein Anteil vom Arbeitspreis? In der Regel ist in der Fernwärme der Grundpreis sehr hoch, weil ja über den Grundpreis die ganzen fixen Kosten für die Abschreibung des Netzes, für die Wartung des Netzes etc. Eingenommen werden und über den Arbeitspreis nur die variablen Kosten meiner Energieträger quasi eingenommen werden. Jetzt gibt es wieder Versorger, die sagen, ja, wenn du halt eine Anschlussleistung von 200 kW haben willst, musst du den Grundpreis bezahlen. Dann hat das wenig Sinn, weil ich sonst mit einer Anschlussleistung von 120 kW hinkomme. Es gibt aber auch Versorger, die sagen, ich möchte gern, dass du das machst und du bezahlst als Grundpreis deine Heizlast und ich weiß, du hast dann diesen Trinkwasserwärmer am Durchfluss angeschlossen. Ich möchte aber, dass du den einsetzt. Ja, und so merken wir schon, entsprechend der THB, den Anforderungen, kann es sehr unterschiedlich sein und es ist eine Einzelfallentscheidung. Genau wie ich ja auch, wenn ich jetzt in Zukunft Wärmepumpen plane, immer auf das Objekt, auf die Region eingehe und sehr viele Einzelfallentscheidungen habe. Und es gibt nicht mehr diese ganz einfache goldene Regel, so ist es richtig und das ist der Weg, den wir einschlagen. Ja, also noch mehr Details und dann so ein Leitfaden gerne bei dem Webinar im Herbst. Sehr schön. Das war es dann erstmal an Fragen. Wenn im Nachgang noch Fragen sind, gern per Mail. Wir senden auch noch das Handout raus. Und dann möchte ich mich bei dir bedanken, Lutz, für den Vortrag und für die Teilnahme der Zuhörenden. Wir bekommen hier schon viel gutes Feedback. Und da übergebe ich nochmal an dich das Wort und verabschiede mich. Ja, danke, Monique. Also von meiner Seite wirklich nochmal großen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn hier die eine oder andere Sache dazu führt, dass wir in Zukunft besser miteinander zusammenarbeiten, also noch besser. Und vor allen Dingen, das ist ja unser großes Ziel, zufriedene Kunden haben, Endkunden, also die Wohnungswirtschaft und Eigenheimbesitzer, dann haben wir eine Menge erreicht. Also vielen Dank für Ihre Zeit und viel Freude bei der Zusammenarbeit mit unserem Vertrieb und unserer Planungsabteilung. Und auf Wiederschauen.